Möchte man eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen beweisen, so kann man wie folgt vorgehen. Man beweist zuerst, dass die Formel stimmt für n gleich 1. Dann beweist man, wenn die Formel stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k, dann muss sie automatisch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl k plus 1. Und somit hat man dann bewiesen, dass die Formel stimmt für alle natürlichen Zahlen. Warum? Weil man ja bewiesen hat, dass die Formel stimmt für 1. Und man bewiesen hat, dann muss die Formel auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 2. Also stimmt die Formel für 2. Dann muss sie auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 3. Also stimmt die Formel für 3, dann muss sie auch für 4 stimmen. Und da sie für 4 stimmt, muss sie auch für 5 stimmen. Und dann für 6, für 7 und für alle darauffolgenden natürlichen Zahlen. Dieses Beweisverfahren kann man schön vergleichen mit aufgestellten Dominosteinen. Zuerst beweist man, dass der erste Stein umfällt. Dann beweist man, wenn der Stein mit beliebiger Nummer k umfällt, dann muss der nächste Stein mit Nummer k plus 1 ebenfalls umfallen. Und somit hat man dann bewiesen, dass alle Steine umfallen werden. Wieso? Weil der erste ja umfällt, muss der darauffolgende umfallen, also fällt der zweite Stein um. Dann muss aber der darauffolgende ebenfalls umfallen, also fällt der dritte Stein um, also auch der vierte und auch der fünfte und dann der sechste, der siebte, der achte. Und somit hat man also bewiesen, dass alle Dominosteine umfallen. Übertragen auf die Formel bedeutet das, dass die Formel gültig ist für alle natürlichen Zahlen. Wir werden dieses Verfahren, das man Beweis durch vollständige Induktion nennt, anwenden, um diese Formel zu beweisen. 2 hoch 1 plus 2 hoch 2 plus 2 hoch 3 und immer so weiter bis 2 hoch n ist anscheinend genau dasselbe wie 2 mal 2 hoch n minus 1. Beweisen wir diese Formel zuerst für n gleich 1. Links vom Ist-Zeichen erhalten wir somit von 2 hoch 1 bis 2 hoch 1, das heißt 2 hoch 1, und rechts erhalten wir 2 mal 2 hoch 1 minus 1. Die Formel stimmt also für n gleich 1, dann und genau dann, wenn 2, diese 2, dasselbe ist wie 2 mal 1, also 2. Die Formel stimmt für n gleich 1, dann und genau dann, wenn 2 gleich 2 ist, was offensichtlich korrekt ist. Somit ist die Formel für n gleich 1 bewiesen. Wir nehmen an, dass diese Formel stimmt für n gleich k. Das heißt, in dieser Formel ersetzen wir n da und da durch k, ist gemacht. Und wir werden anhand dieser Annahme beweisen, dass die Formel auch stimmen muss für n gleich k plus 1. Links vom Ist-Zeichen haben wir also die Summe dieser Potenzen von 2 bis 2 hoch k plus 1, so. Und wir sollen beweisen, dass diese Summe genau dasselbe ist wie 2 mal 2 hoch k plus 1 minus 1. Wir sehen diese Summe wie folgt an. Wir sehen zuerst die Summe von diesen k-Potenzen von 2 plus diese letzte Potenz von 2. Und diese Summe bis 2 hoch k ist genau gleich zu 2 mal 2 hoch k minus 1 durch unsere Hypothese der vollständigen Induktion. Also können wir diese Summe durch dieses Produkt ersetzen, ist gemacht. Jetzt verteilen wir hier diese 2. 2 mal 2 hoch k, das macht 2 hoch k plus 1, dann noch 2 mal minus 1 plus dieses 2 hoch k plus 1 hinten dran. Und 2 hoch k plus 1 plus 2 hoch k plus 1, eine Zahl plus sie selbst, das ist 2 mal diese Zahl. Jetzt können wir noch eine 2 ausklammern und zwischen Klammern bleibt effektiv 2 hoch k plus 1 minus 1. So. Und somit haben wir diese Formel bewiesen. Sie ist gültig für alle natürlichen Zahlen n.